Die Zutaten für meine Hokkaido-Kürbiscremesuppe sind ein Hokkaido-Kürbis, Kartoffeln, frischer Ingwer, eine frische Chilischote, Kokosmilch, Ahornsirup, Pfeffer, Salz, Brühwürfel, Kokosöl zum Anbraten. Dann haben wir noch hier Kurkuma, Fenchelsamen, Paprikapulver und Cayennepfeffer. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal einen Gruß aus der schnellen Küche. Und zwar Kürbis, schon wieder Kürbis werden manche denken. Aber wir haben nun mal Herbst und ich möchte euch heute meine Kürbissuppe vorstellen. Die ganz fix geht, es ist eine cremige Kürbissuppe. Ich meine, Suppen sind oder essen wir das ganze Jahr über. Ob das jetzt cremige Suppen sind oder klare Suppen oder deftige Suppen. Und sie machen eigentlich satt. Man kann sie als Vorspeise oder auch als Hauptspeise verzehren. Und diesen Hokkaido-Kürbis, den habe ich für mich auserkoren, ich finde, der schmeckt mir am allerbesten. Der Unterschied zum herkömmlichen Kürbis und dem Hokkaido-Kürbis ist der, dass, ich habe den schon mal klein geschnitten, dass der eine relativ dünne Schale hat, ja? Und diese Schale wird beim Kochen auch weich und kann mitverzehrt werden und das ist nicht so faserig. Das Fruchtfleisch ist nicht so faserig und hat einen nussigen, schönen, kräftigen Geschmack. Ich werde diese Kürbissuppe mit Kartoffeln etwas, so ein bisschen, dass es ein bisschen sämiger wird, und mit Kokosmilch verfeinern und einigen anderen leckeren Zutaten. Es ist, wie gesagt, meine Kürbissuppe, die ich für mich so mir so ausgedacht habe im Laufe der Jahre, was da so alles an Zutaten mit rein kann, damit sie mir schmeckt. Da haben wir zum Beispiel Ingwer. Ingwerknolle, ich nutze hier eine Knoblauchpresse, die ausschließlich für Ingwer gedacht ist, also nicht für Knoblauch, die benutze ich nur für den Ingwer. Und man kann natürlich das auch so in Stückchen oder Scheibchen schneiden, aber der Geschmack ist doch intensiver, wenn man den Ingwer durch so eine Presse presst. Somit gewinnt man den Saft und das Fruchtfleisch. Ich gebe jetzt mal hier so 3 Stückchen rein. Ingwer ist ja auch wahnsinnig gesund, entzündungshemmend unter anderem, auch wenn man so ein bisschen Magenprobleme hat. So, jetzt hängt es hier ein bisschen. Ich habe, wie gesagt, so einen mittelgroßen Hokkaido-Kürbis genommen und 2 Kartoffeln. Die habe ich auch schon geschält und geschnitten. Also, ich gebe jetzt in diesen Tropfen Ingwer, 1 Chilischote. Die Kerne, die habe ich schon entfernt, damit es nicht zu scharf wird. Zum Ingwer kommt jetzt etwas Kokosfett. Schwitze ich jetzt so an. Fenchelsamen. Und nun habe ich jetzt hier den Kürbis hineingegeben und schwitze den Kürbis an, dass es so schön so glasiert wird. So, und jetzt karamellisiere ich den Kürbis mit etwas Ahornsirup. Dann verbindet sich so herrlich die Schärfe des Ingwer und des Chili mit der Süße. Und nun haben wir eine wunderbare Base um die beiden Produkte, Kartoffeln und Kürbis, zu köcheln oder köcheln zu lassen. Jetzt kommt noch etwas Gemüsebrühe dazu, so dass das Fruchtfleisch bedeckt ist. Nicht zu viel. Ich möchte nämlich nicht so eine dünne Suppe. Eine Prise Salz noch dazu. Cayennepfeffer. Etwas Paprika. War ein bisschen wenig, so. Und Kurkuma.
nochmal umrühren. Und jetzt mache ich einen Deckel drauf und das köchelt jetzt so, naja, bis es weich ist. So, meistens sind das so 20 Minuten. So, jetzt kommt der Zauberstab zum Einsatz. Und jetzt püriere ich das Gemüse durch. Die Suppe ist jetzt fertig püriert. Ich habe noch ein bisschen Salz dazu gegeben. Das müsst ihr individuell abschmecken, wie salzig ihr das haben wollt. Und ich habe natürlich ganz vergessen zu erwähnen, dass ich die Chilischote natürlich vor dem Pürieren herausgenommen habe. Das wäre sonst echt ein bisschen heftig, wenn ich jetzt noch die Chilischote mitpüriert hätte. Und fertig ist eine wunderbar cremige, nicht zu dickflüssige, nicht zu dünnflüssige Kürbissuppe. Ich habe jetzt auf die Kürbissuppe noch so ein bisschen Kürbiskernöl darüber geträufelt. Das ist speziell ein Kürbiskernöl aus der Steiermark. Das wird aus gerösteten Samen hergestellt, ist ein reines Pflanzenöl und ist hervorragend zu kalten und warmen Speisen geeignet. Man sollte das nicht erwärmen, also nicht kochen damit und nichts anbraten damit. Und dieses Kürbiskernöl aus der Steiermark, das ist eine kulinarische Spezialität. Ist so grünlich bis bräunlich, grünlich braun. Hier habe ich ein schönes Brot und man kann das auch wunderbar jetzt das Brot hier so rein dippen und so ein bisschen naschen. Viele mögen ja Brot zur Suppe. Und dann habe ich hier noch ein Granatapfelwässerchen zubereitet. Also was ich jetzt an dieser Suppe sehr zu schätzen weiß oder sehr mag, das ist diese Verbindung von Ingwer, dem scharfen Ingwer, Chili, dieser Fenchelsamen, also angeschwitzt im Kokosöl und dieses Karamellisieren mit diesem süßen Ahornsirup, das gibt so eine ganz tolle Geschmacksnote, die ist undefinierbar. Und dann in Verbindung mit Kartoffeln und Kokosmilch und Kürbisklar und einigen anderen Gewürzen ist es eine, also für mich eine geniale Kombination. Und ich dachte mir, vielleicht könnte das meinen Zuschauerinnen gefallen. Weil Kürbis essen wir, sehen wir ja überall gerade im Handel und essen die auch gerne. Manchmal weiß man nicht, oh Gott. Also ich habe schon Kürbissuppen gegessen in guten Restaurants und habe gedacht, heilige Makrele, also was habt ihr eigentlich da? Also die haben echt nach nichts geschmeckt. Ne? Man kann, der Kürbis an sich, der Hokkaido hat ja schon so einen nussigen Geschmack, aber man kann wahnsinnig viel mit Gewürzen dann noch so herausholen, dass der Geschmack eben verstärkt wird. So, das war jetzt mein Süppchen. Ich möchte auch nochmal diesen Granatapfel nahelegen. Also dieses Granatapfelwässerchen. Ich habe den jetzt, also wie kriegt man die Kerne am besten daraus? Das ist ein bisschen schwierig. Es ist so eine ziemlich spritzige Angelegenheit. Man muss echt aufpassen und es ist sehr farbintensiv. Also ich teile den so durch und dann klopfe ich halt das über so eine Schüssel und klopfe mit so einem Holzlöffel darauf. Und dann lösen sich die Kerne ganz gut. Man kann ja vorher auch noch so ein bisschen über eine Tischplatte rollen. Aber man muss auch diese weißen Fasern entfernen. Das solltet ihr unbedingt machen. Der Granatapfel ist jetzt gerade in der Weihnachtszeit viel anzutreffen im Supermarkt oder beim Gemüsehändler. Angeblich soll er Gefäße schützen und soll den Frauen bei Wechseljahrsbeschwerden helfen. Ist alles nicht wissenschaftlich erwiesen. Gesund ist es trotzdem. In vielen Ländern gibt es ja auch Granatapfelsaft zu trinken. Der ist relativ teuer, man kann den auch fertig kaufen. Aber das ist auch eine schöne Idee, jetzt gerade im Winter. Wir sollen ja trotzdem trinken im Winter und trinken oft zu wenig und Wasser ist oft langweilig. Zu süß soll es auch nicht sein. Ich habe jetzt hier so einen halben Granatapfel drin, also die Kerne eines halben Apfels, Wasser aufgefüllt und ein paar entweder Zitronen- oder Limettenscheiben dazu. Sieht schön aus auf dem Tisch und schmeckt auch toll, ist gesund, liefert uns ein paar Vitamine. Ihr Lieben, das war es heute wieder mal aus meiner Küche. Heute war sie nicht kalt. Dieses Kürbiskernsüppchen, nicht Kürbiskern, dieses Kürbissüppchen, die Kerne habe ich ja nicht verwendet. Man kann natürlich auch noch geröstete Kürbiskerne oder Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne darüber streuen, je nach Belieben.
So eine Suppe ist immer relativ schnell gemacht. Man kann die auch auf Vorrat kochen und einfrieren. Hat man immer schön was Warmes zu essen. Sie ist auch sehr sättigend, weil sie cremig ist. Es ist keine Sahne drin. Die Kartoffeln und auch diese Kokosmilch machen das so schön sämig, ja? Diese Konsistenz. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Tschüss.